Hi und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Heute ist Freitag und ja, ich glaube, ihr habt ja jetzt die letzten drei Videos immer wieder kleine Zusammenschnitte bekommen. Zum einen das Video von Issy und dem Haar von der Erdbeere. Zum anderen dann den ersten Teil von meinem Geburtstag, wo ich euch dann auch noch ein kleines Tutorial reingebaut habe, nämlich wie man selbst sich Sirup macht. Und zum anderen wäre da natürlich jetzt noch mein Video, wo ich euch ein bisschen was von meinem Geburtstagstisch, meinen Kuchen und das alles gezeigt habe. Und ja, alles in allem muss ich sagen, mein Geburtstag war dieses Jahr wirklich einer der schönsten und ich war richtig begeistert und froh. Und ja, was kann ich euch jetzt erzählen, was ich heute noch nicht in meinen Vlogs erzählt habe? Also was ich euch erzählen kann ist, nach meinem Geburtstag war ich erstmal total fix und alle, also um alles nochmal Revue passieren zu lassen. Ich war wirklich, ich bin am 24. glaube dann um 18 Uhr rum habe ich dann mein Abendessen gegessen und dann habe ich noch bis um circa 6 Uhr, nee ich glaube nicht mal so lange, ich glaube ich bin um 1 Uhr bin ich dann bei mir wirklich ins Bett gefallen und bin seitdem echt nicht mehr großartig irgendwie aktiv gewesen. Mir hat es dann auch am Dienstag, da hatte ich dann meinen letzten Besuch, da kam dann meine Schwester zu Besuch, nein, meinen vorletzten, und hat dann noch mit uns zusammen Kuchen gegessen und hat mit uns Zeit verbracht, was echt auch schön war und sie zu sehen hat auch Spaß gemacht und so. Und dann am Mittwoch kam dann noch meine Tante vorbei und hat dann noch etwas Zeit mit mir verbracht, was aber bestimmt für sie nicht so einfach war, weil mir hat es am Dienstag dann von allem die Sprache rausgeknallt und ich konnte dann echt nicht mehr reden. Und ja, dann auf jeden Fall war meine Tante am Mittwoch da und ich habe am Mittwoch aber auch, war auch meine Pflegerin da, hey, an dieser Stelle. Und mit der habe ich dann zusammen noch ein bisschen was unternommen und wir waren beim Einkaufen und haben eben Sachen beschafft, entschuldigt. Und ja, das war dann so, am Mittwoch war dann erst meine Pflegerin da, wir haben eingekauft und alles, dann war meine Tante noch da und am Donnerstag war ich dann fix und alle und bin dann wirklich, den ganzen Donnerstag habe ich glaube praktisch nur geschlafen. Und ja, dann am Donnerstag. Am Donnerstag, trotz allem noch, war ich am Donnerstag war ich so fix und alle, da war wirklich so alles nur noch furchtbar, alles Chaos. Mein ganzer Kopf hat sich nur noch gedreht und ja, dann war es wirklich so, dass ich am Donnerstag dann erschöpfterweise irgendwie auch nichts mehr groß auf die Reihe bekommen habe. Ihr werdet jetzt gleich übrigens die Füße von meiner Mutter sehen, die über mich drüber steigen. Aber so ist das eben bei mir, weil ich nie auf Stopp drücke und es nicht kann. Manche wissen, wie es funktioniert. Ich weiß es nicht. Aber die schönsten Füße der Welt. Das muss ich an dieser Stelle kurz noch sagen. Ja, wo war ich? Ja, und dann am Donnerstagabend, ihr müsst wissen, ich habe mir jetzt schon seit Monaten überlegt, mir ein iPod zuzulegen. Und hat wirklich furchtbare Angst, dass die von, also weil Apple die jetzt angeblich einstellen wollte. Und da hatte ich furchtbare Angst und habe auch Großteil meines Geburtstagsgeschenksgeld ist in den iPod geflossen. Und ja, dann war es am Donnerstag so, dass urplötzlich, ohne Vorwarnung und alles, gab es dann den iPod Shuffle nicht mehr und den iPod Nano. Und vom iPod Touch gab es auch nur noch die Größen 32 und 128 und dann habe ich echt so richtig Panik gekriegt und dann haben meine Mom und ich in der Nacht- und Nebelaktion, eigentlich war es eher Nachmittags- und Nebelaktion, ja, haben wir dann uns entschieden, den jetzt noch schnell zu bestellen und das war auch so eine lustige Geschichte, also das war so, dass also auf meiner Karte, ich habe ja eine Prepaid-Karte, wie ihr wisst, ich wollte das Geld drauf tun, aber das hat dann nicht funktioniert, weil so schnell ist dann keine Bank, dass die innerhalb von 5 Minuten überweist. Aber doch, mit Überweisung wäre es vielleicht gegangen, mit Online-Banking. Aber das mache ich ja noch nicht oder auch plane ich auch nicht wirklich. Und ja, auf jeden Fall war es dann so, dass ich kein Geld auf meiner Karte hatte, aber eben Spargeld noch vom Geburtstag. Da habe ich zu meiner Mom gesagt, dann entschuldigt meine Mom, bringt irgendwas Raschelndes.
Das lenkt mich immer furchtbar ab. Und gleich nochmal die Füße von Mami. Gut, die sehen wir noch, nachher noch einmal. Und dann war es auf jeden Fall so, dass Issy, wenn du jetzt da reinlässt. Mama, Issy kommt! Entschuldigt, mein Hase rennt auch noch wieder mal viel zu viel auf einmal. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass meine Mom, dass mein Dad gesagt hat, ja gut, dann macht's auf meine Karte. Dann bin ich zu meinem Papa gerannt und habe ihn um die Karte gebeten. Dann bin ich wieder zu meiner Mom gerannt und habe ihr die Karte gebracht. Dann hat sich herausgestellt, dass es seine Girokarte war. Dann hat meine Mom gesagt, okay, jetzt rennt sie. Dann ist sie losgerannt, hat die Kreditkarte gebracht. Dann haben wir es bestellt und dann irgendwie den Rest vom Donnerstag bin ich euch nur so da gehockt und habe gedacht, what the hell? Habe ich das jetzt wirklich gerade gemacht? Und ja, ich bin dann der Donnerstag, Rest vom Donnerstag war ich dann total lediert, total Schaden, weil jetzt das Bild etwas wackelt, der Hase ist schon unter der Kamera. Ja, und dann auf jeden Fall am Freitag habe ich dann die ersten Vorkehrungen so getroffen für den iPod-Wechsel, weil der hat einen anderen Bildschirm. Da habe ich die ganzen Bilder, die unter 600 Pixeln sind, mal rausgeschmissen und habe die dann auf jeden Fall gegen andere Bilder, die ich sonst noch so hatte, die ich auf dem iPod so üblicherweise habe, ersetzt. Ja, so habe ich dann meinen Freitag verbracht. Und ohne Witz, das hat den ganzen Freitag gebraucht. Ja, mein Samstag habe ich dann, also ihr müsst wissen, dazwischen habe ich immer auch noch viel geschlafen, also wirklich viel Schlaf, weil reden konnte ich zu dem Zeitpunkt immer noch nicht. Und wir haben alles mit Zettelwirtschaft hoch 10 betrieben. Und ja, dann war am Samstag habe ich da mal eine Datensicherung mal wieder gemacht, was ich auch schon ewig nicht mehr gemacht habe. Und vor allem habe ich mal meine ganzen Dokumente gesichert und Spielstände von die Sims und so. Und das hat dann noch ewig länger gedauert und ich habe gedacht, oh nein. Ja, am Sonntag habe ich dann wirklich platt, wie ich war, bin ich hingelegen, habe geschlafen, habe nichts gemacht. Und ja, das war dann auch wirklich so richtig, das war erholsam und gut und alles. Dann am Montag habe ich etwas Zeit mit unserem Hund verbracht, mit meinen Eltern. Und wir hatten einfach einen ganz, ja, irgendwie ganz ruhigen Tag. Man kann nicht sagen, dass irgendwas Auffälliges passiert ist. Mein Dienstag war auch sehr unauffällig. Tut mir leid, ich kann mich da jetzt echt nicht viel zu sagen. Am Mittwoch aber war dann nochmal meine Pflegerin da. Erneutes Hi! Und die hatte dann nochmal mit mir zusammen, ist die einkaufen gegangen und ich wollte für dieses Projekt, ich habe euch doch mal gesagt vor geraumer Zeit, dass ich mal euch zeige, wie man einen Teppich macht. Das wollte ich vorbereiten alles, aber ich habe keine Wolle gekriegt und ja, den Teppich, den hat mein Vati jetzt auch so genommen, weil den fand er dann auch ohne, dass irgendwas dran gemacht wurde, schon supi und ja. Jetzt hat mein Papa einen Teppich, ich habe gespart und ja, aber ich zeige euch trotzdem irgendwann mal, wie das funktioniert. Ich weiß noch nicht wann und ich kann euch auch keinen Zeitrahmen geben, aber irgendwann zeige ich das euch. Ja, und als wir dann nach Hause gekommen sind, habe ich da diese zwei Pakete gesehen und ich habe meine Mutter erst so angekäft nach dem Motto, Mama, wieso stehen hier ständig doofe Pakete von irgendwem rum? Und ich habe dann auch wenn mein Name drauf stand, habe ich zu meiner Mutter gesagt, du, nee, ich trage die Pakete nicht hoch. Das kannst du voll vergessen. Und ja, dann habe ich das erste Paket aufgemacht und da sind Mamas Füße. Es war dann die Müsli-Schüssel, die ich, wenn Mami so nett ist, sie mir bringen würde, kann ich es euch zeigen, die ich vor geraumer Zeit bestellt habe. Und das andere war von einer Aktion, die ich mal, also ich habe mal was gemacht und das war dann das, was ich daraus bekommen habe. Ich denke, das zeige ich euch erst nächsten Mittwoch, was das dann war, weil das wäre jetzt ein bisschen zu aufwendig, das zu suchen und alles und ich zeige euch das dann wirklich. Aber das war die Schüssel, die ich bekommen habe, die meinen Namen drauf hat. Und zwar mein Katzen. Das ist voll cool. Ja, da gab es bei Cornflakes diese Aktion, da hat man
Code sammeln müssen in 3 Stück und dann hat man sich so eine Schüssel bestellen können. Und das war dann die erste Kiste und die zweite war dann, wie gesagt, von der anderen Aktion, die ich euch aber dann erst am Mittwoch erzähle, was es damit auf sich hat. Ja, und am Donnerstag habe ich dann ehrlich gesagt nicht besonders viel gemacht. Ich bin ein bisschen rausgegangen, weil ich echt dann fand, ich könnte noch ein bisschen Luft schnappen, so am Abend. Habe ein bisschen Zeit mit meinen Eltern verbracht, mit meinem Bruder und ja, alles in allem war es eine schöne Zeit und ja. Gut, das war eigentlich alles. Ich wollte euch einfach nur noch erzählen, wie so als kleines Resümee, wie meine Woche nach dem Geburtstag und so war und ja. Auf jeden Fall geht es mir jetzt wieder besser und ich fühle mich auch wirklich wieder fit und gut und ja. Ich muss sagen, 24 fühlt sich kein Stück anders an als 23. Aber ja, was habe ich erwartet? Dass da jetzt Luftballons vom Himmel fliegen oder Schweine anfangen können zu fliegen oder mein Hase sich als zu einer Libelle wird. Also ja, gut, ich mache an dieser Stelle Schluss, weil jetzt labere ich nur noch irgendwelches Zeug. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit und tolles Wochenende. Wir sehen uns dann am nächsten Mittwoch wieder. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie eure Zeit denn so ist, so nach dem Geburtstag oder was ihr so macht gerade zur Zeit. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an diebell.readmyoutlook.com. Ich werde jetzt mit meinem Hasen kuscheln, weil die schon die ganze Zeit an mir rumzerrt. Bis bald. Ciao.